Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Boah, ich habe viel zu viel davon schon getrunken. Ich muss die ganze Zeit jetzt auch aufstoßen. Und gönnen mir trotzdem nochmal einen genüsslichen Schluck. Ja, also willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wir wollen uns auf Bulko vorbereiten. Und damit wir in der Lage sind, ihm ordentlich ein volles Pfund aufs Maul zu hauen. Und hier gab es ja auch irgendwo ein paar Snapper. Beim anderen Tor. Ich weiß jetzt aber nicht, wie relevant das ist, wenn wir jetzt pennen und am nächsten Tag da wiederkommen, wie Lee dann darauf reagiert. Dass Bulko vielleicht behauptet oder so, dass ich geflohen sei oder sowas. Und dann als Verräter abgestempelt werde oder sowas. Das hatten wir ja schon mal in Gothic 1. Dass wir fürs Sumpflager und fürs neue Lager mal ein paar Quests gemacht hatten und sofort vom alten Lager als Verräter abgestempelt wurden. Aber wir haben ja jetzt 10 Lernpunkte, würde ich noch einmal in Stärke investieren einmal. Und dann bei Kohort eventuell für 2 Händler dann danach. Da haben wir Harad irgendwo. Oder der schläft schon. Okay. Harad schläft schon. Wieso schläft Brian hier? Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal pennen. Nee, die Fackel brauchen wir nicht mehr. Wo ist denn die? Da. Jetzt ist es auch wieder heller. Da, das ist Harad. Hey, du. Da bist du ja wieder. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. So, nochmal 5. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Jo, wie viel Stärke sind wir jetzt insgesamt? Muss ich jetzt auch einmal gucken. 62. 62. Eigentlich wäre es auch wirklich Zeit, dass wir mal eine vernünftige Zweihänder mal bilden. Hat er einen vernünftigen Zweihänder? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiede... Ja, kennen wir. Nee, aber wir können hier ein paar andere Sachen verkaufen. Den Lederbeutel müssen wir gleich mal aufmachen. Hier, die Wolfsfelle. Was ist denn das? Eine Schatulle. Können wir die aufmachen? Hier, und die Dinger brauchen wir jetzt nicht mehr. Was haben wir hier? Schwere Wunden heilen, Eispfeil brauchen wir nicht. Licht brauchen wir nicht. Mittlere Wunden heilen und Schlaf brauchen wir nicht. So, hier. Die Äste können wir abgeben. Dann die rostigen Schwerter. Sonst haben wir hier nichts mehr. Mal gucken, wer uns jetzt einen vernünftigen Zweihänder geben kann, da wir 60 Stärke haben. Da können wir auch mit einem besseren Zweihänder als diese Axt auch deutlich besser kämpfen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, dass das dann besser läuft als diese billigen Kampfdinger, die wir machen, wo es echt schwer ist, wirklich auch mal jemanden zu treffen. Ah, da bist du ja wieder. Die freut sich immer auf uns. Zeig mir deine Ware. 145, 135. Jedes Bastardschwert. Ach, erzähl mir nicht sowas. Grobe Kriegsaxt. Was haben wir? Mein Mann sieht das anders. Edles Kurzschwert, Kriegshammer. Worum soll ich mich denn kümmern? Grabkeule? Nee.
der Einbrecher, Langschwert. 85 bräuchten wir für das Langschwert. Ich glaube, das wäre tatsächlich das Beste, was wir jetzt momentan erstmal kriegen könnten. Das weiß doch inzwischen jeder. So, und das habe ich schon immer. Das ist eine Holzverlangst. Ehrlich, ich habe es 8 Stärkepunkte zu wenig, was? 70 brauchen wir. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich glaube da nicht dran. Verdammt. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das habe ich schon immer gesagt. Ja gut, Verdammt, was machen wir jetzt? Wir brauchen mehr Stärke, definitiv. Wenn wir 70 dafür brauchen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir arbeiten uns auf 85 hoch und holen uns das Langschwert. Ich weiß jetzt nicht, wie es im alten Lager ist mit den Orks. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Ob wir dagegen schon ankommen. Wir können nur abwarten. Aber da unten sollen irgendwo Snapper sein. Ich speichere mal hier. Zumindest sind die immer zu hören. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Und wenn wir schon gegen die ankommen. Zumindest einzeln. Da ist einer. Da sind zwei. Drei. Ja, du wirst mir reichen. Ja. Wer hat mir von wo geholfen? Sind die da hochgeklettert oder wie? Aber wenigstens haben wir die Erfahrungspunkte bekommen. Ja, komm. Du bist der Nächste. Mit Waffe gerüstet können wir besser. Jo, jetzt brauchen wir noch einmal. Komm, wir nehmen das. Und fressen mal das Fleisch. Weniger. Speichern, definitiv. Das ist wichtig. Gibt es hier noch irgendwo Mistviecher? Müsste doch irgendwo sein. Irgendwo hier in dem Wald. Ich hoffe jetzt nur nicht der Ork. So, mal gucken, wo wir hier überhaupt ankommen. Wo geht's denn hier hin? Nee, jetzt ernsthaft, wo geht's hier hin? Gleich fallen wir aus der Map. Das ist aber interessant. Hä, wo sind wir?
Okay, die Dinger kann ich nicht einsammeln. Da ist eine Banditenhöhle, gehe ich mal von aus. Wegen der Schubkarre da. Ich mach dich fertig. Ja, komm. Jo. Lag ich sogar richtig. Nice. Ein Degen hat er. Nehmen wir auch alles mit. Oh, Alter. Erschreckt er mich auch noch. Darum bleiben. Nehmen wir auch alles mit, was der hat. Seine Waffe kann ich jetzt aber nicht mitnehmen. Einmal speichern, bevor wir hier weiter reingehen. Na, kommen gleich sogar zwei. Jetzt komm, mach den fertig. Alter. Jetzt hör auf, nur einen anzuvisieren und... Okay, das war jetzt ein bisschen miese. Das war jetzt echt ein bisschen miese. Aber gut, die machen wir fertig. Die sind ja nur zu zweit. Ach, hier. Wo ist sein Kollege hin? Okay, nice. Den haben wir. Seine Waffe. Aber echt, wo ist sein Kollege hin? Oh. Ach, da ist er. Jo, mit nur einem Beil. Okay. Rohstahl. Nice. Nehmen wir mit. Lederbeutel. Noch ein Rohstahl. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich muss Schlösser knacken, ja. Ah, hier, ein Degen. Ich muss dringend Schlösser knacken lernen. Nichts zu holen. So, dann einmal noch mal kurz hier was. Kann ich auch nicht ausrüsten, zu wenig Geschicklichkeit. Aber komm, wir fressen mal den Käse. Und den Honig. Ja komm, die Dinger können wir auch mal saufen, den Wacholder. Schneller. Geht auch ein bisschen zackiger, oder? So, komm, komm, komm. Hier, Blauflieder können wir auch mal fressen. Und die Waldbeeren. So, passt. Wie viel fehlt uns jetzt noch?
Haben wir noch genug? Oh, Steintafel. Wie konnten wir die übersehen? Und einmal speichern, weil wir die Höhle jetzt abgeschlossen haben. Wie kamen die eigentlich an den Ork vorbei, der ich hier mal war? So. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Das! Die Goblins sind wieder da, aber das sind nur schwarze. Ja, komm. Ja, komm, jetzt hau auf. Schneller zu. So, wo ist der? Der will mich auch verarschen. Goblins wollen einen am meisten nicht verarschen, ne? Da ist nichts zu holen. So. Einmal nochmal speichern. Haben wir überstanden, überlebt. Da ist ja noch einer. Wieso hat der nicht angegriffen? Wie viel Gold die auch mit sich tragen. So, jetzt fressen wir lieber so. Aber mit 2580 Gold kann man schon gut leben, würde ich sagen. So. Lederbeutel. Ah. Hier auch nochmal 20 Gold. Sondern ist hier unten auch alles durch, oder wie? Dabei fehlt mir noch so viel an Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Wo irgendwo müssen wir die holen. Die Punkte. Die Frage ist nur, von wo? Wir haben hier noch so viele Quests offen. Da können wir auch noch eigentlich ein paar Punkte holen. Frage ist aber, wie? Hier, Dragomirs Armbrust, der leere Krug in einem Zug, Banditenüberfälle, Joe, Lucia, Bromos goldene Schale, Banditen in Jacks Leuchtturm, Information für Gavel. Die Vermissten, Bospas Bohrung, wo sind die vermissten Leute? Der Mann mit der Augenklappe. Der Ring des Wassers. Der Wassermagier Vatras kann mir mehr über den Ring des Wassers erzählen. Die Wassermagier? Hier alles durchgestrichen, okay, das Auge Innos. Quatschen wir mal mit Vatras über... über das Ring des Wassers. Vielleicht kriegen wir dann jetzt auch noch ein paar Erfahrungspunkte für. Da haben wir ja so stark nach hinten geschoben. Jetzt kommen wir nicht drüber hinweg, würde ich mal vermuten. Wer weiß, vielleicht gibt das uns sogar 1000 Erfahrungspunkte. Das wäre so schön, wenn das jetzt uns die 1000 Erfahrungspunkte geben würde. Aber Adanos, ich habe eine Botschaft für Meister Iskaroth. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Okay. Ich mach's. Gut.
Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Okay, versiegelte Botschaft erhalten. Gib mir den Eisfall, ich wähle die Heilung. Heilung. Ich wähle die Heilung. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. Okay, erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Nee, egal, lassen wir mal. Aber wir haben dann zumindest jetzt eine Quest, das uns Erfahrungspunkte gibt. Wir haben jetzt... Haben wir ein bisschen was bekommen? Ne, wir hatten keine Erfahrungspunkte jetzt bekommen. Aber okay, wenn wir das jetzt machen, kriegen wir Erfahrungspunkte. Ich habe was anderes gehört. So. Das ist doch kein Geheimnis. Dann müssen wir jetzt einmal zum Kloster. Dann würde ich sagen, sobald wir die nächste Stufe erreicht haben, knöpfen wir uns Bulko vor. Versuchen es noch einmal. Denn das mit dem geht mir so auf den Sack. Er und Silvio. Ey, ich sag euch, ich werde nachher scheiße pennen können, auf jeden Fall, wenn wir es nicht schaffen, den kaputt zu machen. Waren wir da unten schon? Sieht nicht so aus. Da könnten wir auch noch vielleicht ein paar Erfahrungspunkte sammeln. So, dann hier jetzt gleich links. Da ist schon das Schild. Müsste das hier sein, nach links. Aber jetzt müssen wir auch beten können, oder? Zum Kloster, genau. Dann können wir jetzt hier einmal beten. Ja! Die sind wieder da. Okay, noch mehr Fleisch. Nice. Beten. Jetzt nochmal 100. Geschicklichkeit plus 1. Toll. Was soll ich mit Geschicklichkeit? Ich brauche Stärke. Ja, aber die sind auch wieder da. Bitte nur einer. Ja, komm. Dich will ich jetzt haben. Gerade gar nicht. So, dann machen wir. Hüpfen uns den mal ein bisschen mehr hier vor. Und jetzt fressen wir mal den restlichen Fleisch. So, jetzt müssen wir definitiv was grillen. Und speichern das noch einmal. Das heißt dann, hier müssten wieder neue Viecher sein, oder? Aber bitte seien hier wieder neue Viecher. Ich brauche die Erfahrung. Ich brauche die XP. Aber erstmal quatschen wir mit dem Dude. Hey, du. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut.
Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Dolch brauche ich nicht. Apfeltabak. So, dann kann ich ihm die Degen verkaufen. Die Äste. Was haben wir? Nein. Was haben wir hier? Zwei Beile, die wir nicht brauchen. Ja, komm, die Axt behalten wir erstmal noch. Und die Keilerfelle. Komm, die beiden darf er auch noch haben. Hier, die Goldbrocken darf er haben. Hier, die Schafsfelle. Wolfsfelle. Hochschnall haben wir. Das heißt, wir könnten ein silberner Ring, Lederbeutel und noch ein Lederbeutel. Zwei Lederbeutel. Laborwasserflasche, ich glaube, die brauchen wir noch für ihn dort. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, ja, wie auch immer. So, warte, können wir das aufmachen? Nö. 25 Gold. Hier 50. Und nochmal 50. So, nochmal speichern und gucken wir mal, ob hier noch andere Gegner sind. Ich hoffe... Ja! Fleisch ist wieder da. Ist auf der Seite auch wieder Fleisch da? Okay, hier hat sich kein Fleisch, also kein Dodo, respawned. Schauen wir mal hier weiter. Bis zur Brücke ist nichts Neues hinzugekommen, ne? Wenn wir hier runterfallen würden, gäbe es einen Weg wieder hoch? Ich habe diese Frage schon einmal gestellt, aber... Ich weiß es einfach bis jetzt immer noch nicht. Aber hier beim Kloster, die Musik mag ich. Mit diesen Glocken. Ist wieder vorbei, die Musik. Gut, aber jetzt gehen wir mal zu Vatras. Da können wir die Quest abgeben. Ich finde es nur schade, dass nicht so viel hier gerespawnt ist. Und uns fehlt jetzt... Nur noch 2250, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt nicht ganz genau ausgerechnet. Und dann hätten wir wieder 10 Lernpunkte, die wir diesmal für Zweihandschwertkampf nutzen würden. Damit wir endlich mal diese Axt loswerden. Aber ich glaube, die nächste Folge schaffen wir es doch noch nicht, gegen Bulko anzutreten. Könnten wir es gerne nochmal versuchen, ein, zwei Mal. Und wenn es nicht läuft, gehen wir nochmal weiter und versuchen... Alter, dieses Gekrabbel hier. Und versuchen dann nochmal ein bisschen
aufzuleveln. So, der Mika. Und dann jetzt eben schnell zu Watras. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, das weiß auch inzwischen jeder, natürlich. Das darfst du keinem erzählen. Das sah super aus. Hey, so. Du. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Ich habe die Botschaft überbracht. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Ein Erzbrocken, eine Pflanze Kronstöcke. Ring der Gewandtheit. Was? Ja, komm. Ring der Gewandtheit. So, was haben wir hier noch? Ich möchte Adanos nichts spenden. Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir noch irgendwie vielleicht die ein oder andere Quest erledigt bekommen. Das war jetzt eine einfache Quest. So ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und eventuell schon Bulko versuchen, aufs Maul zu hauen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.